aus dem Kapitel 5, aus dem Evangelium nach dem heiligen Lukas, haben wir heute eine Lesung gehört. Fünf Freunde, fünf Menschen, mindestens vier von denen waren sehr treu. Vier Freunde, die einen fünften Freund, der gelähmt war, schwach war, wir wissen nicht, aber wir wissen schon durch die Geschichte, dass die Sünde diesem fünften Freund war ein Urgrund für seine Traurigkeit, für seine Lähmung, für seine Krankheit, für seine Trennung von der Welt. Ja, die Sünde trennt dich von der heiligen Welt. Die Sünde trennt dich, auch wenn das momentan oder vorübergehend ist, vom Himmel. Die Sünde kann deine Gesundheit entnehmen, in jeder Hinsicht. Ob das spirituelle Gesundheit oder körperliche Gesundheit. Tatsächlich ist das schon korrekt. Vier Freunde waren gesund, hatten guten Kontakt zu Jesus, hatten öfters von Jesus gesprochen. Jesus war für sie ein Ziel im Leben zu erreichen und ein guter Freund auch. Der fünfte ist langsam krank geworden, isoliert von der Welt, lebte allein, konnte nicht laufen, konnte nicht mehr bewegen, hatte nur an seine Sünde gedacht. Ich habe gesündigt. Nicht jede Krankheit ist wegen einer Sünde. Um Gottes Willen ist es nicht gemeint. Alles kann Krankheiten beursachen. Eine Bakterie ohne Sünde kann sicher eine Krankheit. Ein neugeborenes Kind kann von seiner Mutter oder von seinem Vater eine Krankheit tragen. Oder die schmutzige Luft und Umwelt kann auch viele Krankheiten erregen. Aber ich habe gemeint, nur dieser Mann ist wegen seiner Sünde krank geworden. Aber nicht jede Krankheit wird geschehen wegen Sünden. Dieser Mann hat gewusst, und deswegen seine Leiden waren doppelt so groß. Hat er gelitten wegen körperlicher Behinderung und hat er auch mehr gelitten wegen seiner Sünde. Deswegen hat Jesus ihn zuerst und vor allem seinen Geist geheilt, seine Psyche geheilt, sagt ihm, deine Sünden sind vergeben. Hat sofort das gesagt, damit der Mann zuerst diese große Last, und glaubt mir, viele Menschen können ihre Krankheiten vertragen und passiert nichts. Aber viele Menschen auch können nicht ihre Sündenlast nicht vertragen. So auch sagt Kain, als er seinen Bruder getötet hatte, hat er auch gesagt, meine Last ist zu groß, und hat das auch seine psychische Krankheiten auch beursacht, hat gesagt, jeder Mensch wird mich töten, es gab nur seinen Vater und Mutter. Und wer noch? Also, die Sündenlast ist enorm und gefährlich und macht auch die Menschen deprimiert. Viele Menschen kennen den Weg nicht zur Beichte, kennen den Weg zur Kommunion nicht, kennen den Weg zur Kirche nicht, und sie werden niemals beichten. Oder auch manche kommen zur Kirche und kennen diesen Weg nicht und werden langsam mit der Sünde belastet. Ein Jahr für ein zweites Jahr, drittes Jahr, die Last wird groß und irgendwann kann die Wirbelsäule des Geistes nicht diese Menge von Sünden tragen oder vertragen. Die fünf waren Freunde in Christus. Freunde miteinander, Freunde mit Christus. Das ist eine ideale Freundschaft. Freundschaft, die kein Egoismus kennen. Freundschaft, die nach außen geht, zum Hilfe von anderen Menschen geht. Vier Menschen haben ihre Zeit, ihre Liebe, ihre Kraft, ihre Erfindungen, alles gewidmet für den einen gelähmten Freund. Und noch mehr haben alles gewidmet für Christus. Christus war für sie ein Ziel zu erreichen. Egal, ob das leicht durch den Weg ins Haus, das Symbol für die Kirche war, oder durch das Dach
Und das Dach hier ist ein Symbol für den Himmel. Egal wie du Jesus erreichen kannst, du musst ihn erreichen. Mit ihm reden im Herzen. Die fünf Personen standen vor Christus. Vier oben in der Luft und ein Person stand vor Christus mitten unter den Mengen. Es war ganz laut. Viele Menschen haben geschrien, hilf uns Jesus. Viele Menschen haben vieles gesagt, aber Jesus hatte alle Stimmen an die Seite gelegt und hatte auf die Stimme des Herzens dieses Gelähmten und der vier Personen doch geöffnet und hat gesagt, ja, ich werde alles erfüllen, alles tun. Und sofort, Gott sei Dank, dass Jesus ist der Heiler und der Arzt unserer Seelen und Körper. Zuerst wichtig ist dieser Teil unserer Menschensein, dein Geist. Dein Geist kann auch krank werden wegen der Sünde oder wegen vieler Belastungen oder wegen Unglauben oder wegen schlechter Freunde. Dein Geist kann auch belastet werden. Dein Geist ist ein Wesen. Dieser Wesen ist vom Himmel eigentlich. Ein himmlischer Wesen. Es ist nicht ein unfehlbarer Wesen. Doch, kann Sünden machen. Und der Körper und der Geist gehen zusammen, laufen zusammen auf diesem Weg. Sie werden voneinander beeinflusst werden. Der eine wird irgendwann gewinnen, den anderen zu kontrollieren. Wenn dein Geist stärker durch Christus und himmlische Beziehung zu den Heiligen und Kommunion und Beichte, dann wird dieser Wesen gewinnen. Aber wenn dein Körper stärker seine Instinkte und Begierde und Lust, wenn alles deinen Körper, deinen Geist kontrolliert, dann wird der Geist langsam schwach und schwächer, bis so, dass viele Menschen haben zwar einen Geist, aber der Geist ist total so gut wie gar nichts. Viele Menschen leben, wie Papst Schnuder sagt in seinem Lied, sie leben wie Körper, Leibe, so gut wie ohne Geist. Der Geist ist da, aber tot oder schwach. Diese Kranke wurde geheilt. Zuerst hatte Jesus seinen Geist geheilt und dann seinen Körper. Viele Ärzte heutzutage tun Wunder. Wirklich, Medizin heute tut Wunder. Aber Medizin kann nicht den Geist heilen. Die Kirche kann den Geist heilen. Gott, der in der Kirche ist, wird deinen Geist heilen. Deine Liebe zu Gott wird dich heilen. Deine Sakramente, Beichte und Kommunion werden auch deinen Geist heilen. Dann können wir doch richtige Menschen werden. Lass uns diese Liebe Gottes in uns doch genießen. Lass uns die Zeit in der Kirche genießen. Fünf Personen standen vor Christus und wir sind gerade vor Christus. Lass uns diese Zeit nutzen, davon etwas lernen. Das Gespräch mit Jesus führen in dieser Zeit, bleibt weniger Zeit heute im Gottesdienst. Lass uns diese Zeit nicht verpassen. Ehre sei unserem Herrn in aller Ewigkeit. Amen. Oh, nee.